meine Lieben, da bin ich wieder. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Und heute wollen wir mal einen leckeren Käsekuchen machen. Es ist, sieht komplizierter aus, als es ist. Alles, was wir dazu brauchen, werde ich Ihnen jetzt sagen. Also, für den Teig brauchen wir 300 Gramm Mehl, 140 Gramm Zucker, 140 Gramm Butter, am besten Zimmertemperatur, 2 Ei, 2 Teelöffel Backpulver. Das ist jetzt der Teig. Für die Füllung brauchen wir 1 Kilo Quark, Magerstufe oder andere, ist egal. 2 Päckchen Pudding, Vanille, 250 ml Öl, Sonnenblumen, 4 Eigelb und 2 Eier normale, 2 Teelöffel Zitronensaft, 200 Gramm Zucker, 750 ml Milch. Und wir machen noch einen leckeren Baiser dazu. Dafür brauchen wir 4 Esslöffel Zucker und 4 Eiweiß. Zuallererst werde ich erstmal den Teig machen. Ich werde erstmal den Zucker und die Butter zusammen mischen und sie richtig schön mischen, damit sie so ein bisschen miteinander sich verbinden. Ich habe es jetzt zusammen ein bisschen gemischt. Jetzt kommen die Eier dazu. Und die werde ich jetzt ein bisschen mit dem Mixer mischen. Das genügt. Also jetzt nehme ich mit 2 Teelöffel Backpulver. So etwas Mehl rein, nicht direkt alles. Nach und nach werde ich jetzt das zusammenmischen und Teig herstellen. So, der Teig ist jetzt fertig. Wie ihr seht, er muss nicht jetzt fest sein, weil ich werde ihn nicht jetzt auch mit so einem Nudelholz ausrollen. Da kommt einfach so mit den Händen, wenn ich verteile auf den Backblech. Jetzt mache ich ihn zu zudecken mit so einer Folie und stelle ihn erstmal in den Kühlschrank weg, damit das, die Butter so ein bisschen sich erhärtet. Also jetzt kommen wir zum Schritt 2. Wir machen jetzt die Füllung. Also im Prinzip ist das jetzt nur alles schön glatt mischen und fertig. Also ich werde erstmal die Eigelbe nehmen. Und dann kommen noch 2 Eier dazu. Es kann ja sein, dass es für jemand ein bisschen zu viel ist. Dann kann man einfach die Hälfte aller Zutaten nehmen und in so einer Springform das machen. Habe ich auch schon gemacht. Klappt auch wunderbar. Ich habe so eine Springform mit 26 cm genommen. Hat richtig gut geklappt. So, jetzt kommt der Zucker rein. Da sind jetzt 200 Gramm. Und tue ich erstmal ein bisschen zusammenmixen. Jetzt kommt die Milch rein. Öl kann auch rein. Ich tue direkt auch Zitrone rein. Ich mache einfach so ein bisschen fertig. Jetzt kommt der Quark rein. So. Jetzt tue ich den Pudding rein und tue das alles richtig schön mischen. Ich habe jetzt die Füllung fertig gemacht, so ist sie richtig, keine Angst, so flüssig muss sie sein. Durch den Pudding wird sie dann nachher richtig fest. Kommen wir zum nächsten Schritt. Wir werden erstmal den Teig jetzt auf das Blech verteilen. Ich habe mir so ein tiefes Backblech genommen, das lege ich jetzt mit dem Backpapier. Ich habe mir Handschuhe angezogen, weil ich muss das klebt ja ein bisschen. Tu mir jetzt meine Hände so ein bisschen befeuchten. Dann verteilt sich das ein bisschen leichter und wird einfach so erstmal so ein paar Klümpchen nehmen und langsam das verteilen.
Also wie ihr seht, ich habe den Teig richtig schön verteilt. Also mit den Händen, wenn man die Hände ein bisschen befeuchtet und mit Handschuhen, klappt das ganz gut. Man muss sich nur ein bisschen Zeit nehmen. Jetzt kommt die Füllung drauf. Ich tue sie einfach hier drauf tun. So einfach geht das. Ist keine Angst, dass sie so flüssig ist. Das ist normal. Also das Ganze kommt jetzt in den Ofen bei Ober-Unterhitze 175 Grad für ungefähr 50 bis 1 Stunde. Es hängt von dem Ofen ab. Also der Ofen ist jetzt vorgeheizt. Jetzt kommt der Kuchen da rein. So, während der Kuchen im Ofen steht, werde ich das Baiser vorbereiten. Also ich habe jetzt einfach hier 4 Eiweiß, 4 Esslöffel Zucker. Und das wird richtig schön geschlagen, bis das richtig fest ist. So, es darf nicht rausfallen. So, Kontrolle. Ja, genau, ist richtig. Ich stelle jetzt das in den Kühlschrank erstmal und kurz bevor der Kuchen fertig ist, tue ich das verteilen auf den Kuchen und nochmal für 10 Minuten. Also er ist jetzt genau eine halbe Stunde drin. So sieht er aus, eine halbe Stunde, er braucht aber noch. Ich habe jetzt den Kuchen rausgeholt, der ist jetzt noch nicht ganz fertig, der war ungefähr eine Stunde bei mir drin. Aber er sieht schon gut aus. Jetzt kommt das geschlagene Eiweiß drauf, ich verteile das so ganz vorsichtig. Ich habe jetzt alles schön verteilt. Jetzt kommt das wieder in den Ofen für ca. 10 Minuten, bis es alles goldbraun ist. So, ich werde jetzt noch meinen Kuchen gucken. So, der ist soweit fertig. Da war bei mir so ca. 10 bis 15 Minuten drin. Ich glaube 13 Minuten war er drin. Ich werde jetzt den Ofen ausschalten und den Kuchen hier drin lassen, bis zum vollständigen Abkühlen. Den Ofen soll man nicht zumachen ganz, ein bisschen auf Kipp lassen. Ich schalte den Herd schon mal aus. Also der Kuchen bleibt jetzt hier im Ofen so ungefähr 4-5 Stunden. Ich werde den Ofen nicht ganz zumachen, ich lasse ihn so auf Kipp und dann gucken wir weiter. Also meinen Kuchen habe ich jetzt rausgeholt, der hat sich jetzt richtig gut abgekühlt. Der war ungefähr im Ofen, stand da so in diesem Zustand, so 4 Stunden. Jetzt werde ich ihn langsam anschneiden. Und gucken wir, was daraus geworden ist. So. So sieht er von innen aus, ist richtig durch. So, mein Kuchen ist jetzt soweit fertig. Ich werde ihn jetzt auch direkt essen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und viel Spaß beim Nachmachen.